Es war ein Treffen wie verabredet an einem der unwirtlichsten Orte der Welt. Um kurz vor 2 Uhr mittags mitteleuropäischer Zeit am gestrigen Dienstag runden zwei Segelboote gemeinsam das berüchtigte Cap Horn. Die einen als Viertplatzierte im Barcelona World Race, der andere im Rahmen seines Weltrekordversuchs. Trimaran Sodebo-Skipper Thomas Coville filmte die Neutrogena von Boris Herrmann und Ryan Braemeyer, während er sie in knapp 50 Metern passierte. Die beiden Crews tauschten sich über E-Mail aus und waren begeistert von diesem denkwürdigen Moment. Yeah, we've made it, more or less. Another couple miles to go. Was für ein magischer Moment. Der abgelegenste Ort der Welt, will man meinen. Und guck hier. Nah. Wir sind so nah dran. So nah kommt wahrscheinlich selten jemand an diesen berühmten Felsen. Diesen bizarren Felsen. Schau hier. Cap Horn. Zerklüftet, extrem steil. Er gibt uns Windschatten, deswegen ist die See jetzt hier ruhig. Früher konnte ich schneebedeckte Gipfel sehen. Ein fantastischer Morgen für uns. Die Sonne ist aufgegangen über dem Kap. Wir haben jetzt hier schon richtiges Tageslicht. Mehr als damals mit Felix. Ich kann mehr sehen. Und vorne voraus, dort im Licht, ist Thomas Coville mit Sodebo, der den Rekord einhand um die Welt versucht zu brechen. Kurz hinter Cap Horn schaltet sich Roland Jourdain, der Teamchef der Neutrogena-Crew, per Videokonferenz an Bord. Auch der erfahrene Profisegler kann seine Emotionen kaum verbergen. I'm nearly crying, you know. It's so many emotions. Ich muss fast heulen, so bewegt bin ich. Ich sehe die beiden jetzt nach 2 Monaten zum ersten Mal. Oder besser gesagt die 3, Ryan, Boris und die Pantry. And the kitchen. Gelöste Stimmung also an Bord, trotz der technischen Probleme, mit denen die Co-Skipper seit etwa einer Woche zu kämpfen haben. Einer der Hydraulikzylinder des Neigekiels verlor plötzlich Öl, nachdem der Open 60 im südpazifischen Sturmtief Atu von einer hohen Welle ins Tal gekracht und mit dem flachen Rumpf hart aufgeschlagen war. Grundsätzlich sind wir sehr optimistisch, dass wir bis Barcelona normal weitersegeln können, ohne Hilfe anzufordern oder ohne zu stoppen. Wir haben alle Reparaturmöglichkeiten versucht hier mit Bordmitteln. Wir können diesen Zylinder nicht reparieren, aber wir können halt mit dem einen noch funktionierenden Zylinder den Kiel zumindest halb schwenken. Das heißt, in ruhigen Bedingungen haben wir dadurch keinen Nachteil, aber sobald es rau wird, besonders sobald Seegang kommt, müssen wir ein bisschen vom Gas gehen. Doch auch die direkte Konkurrenz, namentlich Groupe Bell, hat Probleme mit ihrem Kiel. Das französische Boot soll den Kiel nicht mehr neigen können, was sich vor allem am Wind negativ auswirken könnte. Zurzeit ist die fünftplatzierte Groupe Bell in Richtung Ushuaia unterwegs. An der Spitze genießen derweil die Führenden von der Virbac Paprec 3 den Sonnenaufgang im Südatlantik. Magnifique lever de soleil sur l'Atlantique Sud avec notre Jean-Pierre bien réveillé. Luc Perron und Jean-Pierre Dick können sich die gute Laune leisten, denn während die beiden letzten Boote im Feld noch zwecks Reparaturen in Neuseeland festhängen, ist die Virbac bereits über 6.300 Seemeilen weiter. Dagegen wirkt der Rückstand der Neutrogena mit guten 1.500 Meilen fast verschwindend gering. Dennoch muss die Crew jetzt hoffen, dass ihr immerhin 6 Jahre altes Boot durchhält. Die Herausforderung ist, die richtige Geschwindigkeit zu segeln. Wenn man zu wenig Segelfläche hat und zu langsam wird in den Wellentälern, dann kommt die nächste Welle mit voller Gewalt an und dreht einen einfach zur Seite und schubst das Boot auf die Seite, vor allem wenn es brechende Wellen sind. Das heißt, wir müssen versuchen, die gleiche Geschwindigkeit wie die Wellen zu segeln. Wenn wir aber zu viel Segelfläche haben, geht das Schiff in Surf und surft diese Wellen plötzlich mit 30 Knoten runter und fängt an, auf den Wellen zu springen, wie so ein Wellenreiter, auf den kleinen Wellen, die großen Wellen überlagern. Und das bringt extreme Erschütterungen mit, die wir gerade ausgerechnet jetzt in diesen Tagen vermeiden mussten, weil wir Probleme mit unserem Schwenkkiel haben.
Die zahlreichen Fans und das Team im heimischen Frankreich jedenfalls drücken den beiden Caponniers die Daumen für die etwa einen Monat dauernde Atlantikreise bis zum Zielhafen Barcelona. From all the team and from myself, really congratulations. Glückwunsch vom ganzen Team und von mir an euch Jungs. Es ist keine Überraschung, dass es so gut läuft, denn ich wusste, wie stark ihr seid. Aber ihr segelt ein tolles Rennen. Ich bin richtig stolz auf euch und das Boot. Vielen Dank. Thank you very much. Yeah, we made it.